Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen. Ja, in diesem Video geht es um das Thema, wie du Leads für dein Network-Marketing-Business generieren kannst. Und ja, ich werde zum Beispiel häufig gefragt, was ist denn eigentlich besser, online, offline? Und ich möchte dir heute einfach ja zeigen, wie du, ja, ich sag mal, mit zwei Komponenten, nämlich einer Landingpage und einem Autoresponder beziehungsweise in deinem E-Mail-Marketing, E-Mail-Follow-up, mit diesen zwei Komponenten ja in beiden Welten aktiv werden kannst, wie du Offline-Leads generieren kannst und Online-Leads generieren kannst. Es gibt super viele Möglichkeiten, super viele Wege, wie du Leads für dein Geschäft ja quasi generieren kannst. Ich kann hier nicht auf alle eingehen und ich bin mir auch sicher, ich kenne gar nicht alle. Ja, also der Kreativität sind da ja keine Grenzen gesetzt. Ich möchte heute auf ein paar wichtige Punkte eingehen. Ich habe dir aber ja mindestens 26 Tipps ja bereitgestellt auf meinem Blog, in einem Blogartikel, wo du im Prinzip 26 Wege kennenlernst, wie du Leads für dein Business generieren kannst. Heute möchte ich mich mal nur auf beispielsweise ein paar fokussieren. Und wie gesagt, alles Weitere kannst du dann im Blogartikel dann dementsprechend nachlesen. Wenn ich mir so die Lead-Generierung bei vielen Networkern anschaue hier in Deutschland, dann stelle ich das sehr häufig fest, dass das Thema Online bei vielen noch gar nicht so präsent ist. Wir hinken da in Deutschland zumindest aktuell immer noch ein bisschen hinterher, obwohl ich immer mehr merke, dass es immer mehr und mehr kommt. Auch wenn ich da zum Beispiel in die USA schaue, da ist es ja schon eigentlich Standard, ja, die ganze Geschichte. Hier, wie gesagt, vereinzelt ja, aber die breite Masse, da ist es jetzt noch nicht so angekommen. Und deshalb möchte ich da jetzt heute mal kurz auf ein Stück weit drauf eingehen. Wichtig ist, beziehungsweise es gibt viele Vorteile, warum du drüber nachdenken solltest, verschiedene Wege der Lead-Generierung zu wählen, ja. Aber das Entscheidende ist, es gibt ein gutes Argument, ja, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Derjenige, der Lead-Generierung beherrscht, ja, der weiß, wie er Leads, also Interessenten für sein Geschäft gewinnt. Der macht sich komplett unabhängig. Der macht sich unabhängig von der Firma, der macht sich unabhängig von seiner Upline, der macht sich unabhängig von seinen Teampartnern. Was meine ich damit? Wenn es der Firma mal nicht schlecht geht und du die Lead-Generierung beherrschst, ja, dann kannst du, wenn du es richtig gemacht hast, ja, weiter Leads generieren am Fließband und somit sofort wieder neu produzieren in einem neuen Unternehmen, falls dein altes Unternehmen zum Beispiel insolvent gehen sollte oder was auch immer, ja. Ein weiterer Punkt ist, du machst dich unabhängig, weil du nicht mehr auf die Hilfe deiner Upline angewiesen bist, du bist nicht angewiesen auf Schulungen, sondern du weißt, wie du dein Geschäft zum Laufen bringst und du machst dich auch unabhängig deinen Teampartnern gegenüber. Du bist nicht mehr abhängig in dem Sinne, dass du darauf hoffen musst, dass jetzt ein Teampartner einen guten Tag oder einen schlechten Tag hat, um Ergebnisse zu produzieren, sondern du kannst durch die Lead-Generierung so viele neue Interessenten generieren, dass du dir zum einen aussuchen kannst, mit wem du zusammenarbeitest. Das heißt, dass du im Vorfeld schon ja von innen heraus motivierte Menschen dementsprechend quasi in deine Organisation holen kannst. Aber das sieht man ja den Leuten nicht immer an. Das heißt, du kannst dann auch, wenn du merkst, okay, du hast es mit, ich sag mal, mit einer Linie zu tun, die jetzt nicht so stark wächst, wie du dir es gern wünschst, dann erlebe ich bei vielen, dass die dann versuchen, ihre Leute zu motivieren. Ja, ich für mich habe da einen anderen Ansatz. Ja, ich spreche mit den Leuten drüber, aber im ersten Step schaue ich immer auf mich und gucke, wie kann ich meine Ergebnisse verbessern. Und das geht meistens ganz, ganz gut durch neue Leute. Ja. So, also du machst dich unabhängig. So. Und dann brauchst du im Prinzip zwei Komponenten, mit denen du sowohl, ich sag mal, die herkömmlichen, klassischen Marketingmethoden bespielen kannst und ja, Online-Marketing bespielen kannst. Du brauchst im Prinzip nichts anderes als eine Landingpage, also eine Seite, die so aufgebaut ist, dass sie ein Angebot, ja, ein Angebot unterbreitet, ja, und die das Ziel einfach hat, die Kontaktdaten des Interessenten zu generieren. Also sprich mindestens mal die E-Mail-Adresse, ja. Umso mehr Daten du abfragst, habe ich die Erfahrung gemacht, umso
ja, mehr Vertrauensvorschuss brauchst du auch. Ja, das heißt, am Anfang ist es durchaus sinnvoll, da mit weniger Daten zu arbeiten, die du abfragst. Und du brauchst als Ergänzung dazu quasi ein E-Mail-Marketing-System, ein Autoresponder, mit dem du eine E-Mail-Serie erstellen kannst, die du einmal erstellst, die dann immer wieder ausgespielt werden kann. Der Hintergrund ist ganz einfach der. Früher war ich sehr viel in 1:1 Gesprächen unterwegs, aber nicht, dass du jetzt denkst, dass die Leute dann schon Interesse hatten, sondern ich habe Menschen akquiriert und habe die dann auf ein Gespräch eingeladen oder bin zu denen hingefahren und mache ich teilweise auch heute noch, nur mit mir sind die Leute heute schon vorinformiert, ja. Und ja, und das war damals eben nicht. Das heißt, es waren immer die gleichen Fragen, die aufgetaucht sind. Es waren immer die gleichen Gesprächsabläufe im Großen und Ganzen. Und ja, es waren auch immer dieselben Einwände, Vorwände und so weiter. Ja. Und ja, und irgendwann habe ich dann für mich gedacht, Mensch, also so kommst du nicht wirklich vom Fleck, ja, weil du kannst ja am Tag 10 Gespräche haben und wenn halt 9 nicht das richtige Publikum sind, hast du halt nur einen gesprochen. Der tatsächlich ein Interessent ist. Ob der dann mitmacht, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Und dann habe ich für mich gedacht, Mensch, wie kann ich es denn schaffen, dass, wenn ich meine Zeit investiere, dass ich nicht einen von 10 habe, sondern dass ich 8 von 10 habe, ja, oder 8 interessierte Menschen habe anstatt 10. So, und dann, wie gesagt, kam ich immer mehr in den Bereich Online-Marketing rein und habe das dann eben für mich so entdeckt. Und das System hat halt einfach den Vorteil, wenn man es System nennen kann, ist ja keine Raketenwissenschaft und ist auch kein Geheimnis, ja, sondern der Haupterfolg liegt halt im kontinuierlichen Tun deiner täglichen Aktivitäten, ja, so und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir dann also quasi ein Follow-up gebaut, wo halt einfach auf die Dinge eingegangen sind oder eingegangen wird, die in meinen Gesprächen immer so vorkamen, ja, und dann habe ich halt eben meine Erklärungen dort mit reingegeben und so arbeite ich heute noch, ja, so, also Landingpage, E-Mail-Marketing und dann konnte ich mich halt einfach nur noch drauf konzentrieren, vorne genügend passgenaue Interessenten zu finden. Und das geht auf unterschiedlichsten Wegen. Ja, das kannst du in deinem normalen Arbeitsalltag, in deinem Alltag einbauen. Du kannst Online-Marketing machen, du kannst aber auch klassische Marketing-Methoden nutzen. Das Ziel von allem, was du tust, ist einfach, bring Personen auf deine Seite, auf dein Angebot. So, und jetzt gehen wir einfach mal kurz 2, 3 Dinge klassisch durch und 2, 3 Dinge online und den Rest, wie gesagt, findest du dann im Blogartikel. Also zum Beispiel klassische Methode ist ja Anzeigen in Printmagazin, also Tageszeitung, Wochenblatt, regionale Zeitungen, Magazine, Fachmagazine, ja. So, und hier hast du jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Du kannst entweder eine Anzeige schalten, ja, dann kannst du deine Telefonnummer angeben, sodass du mit jedem sprechen musst, ja. Du kannst aber auch sagen, okay, weitere Informationen anfordern und dann einen Link zu deiner, zu eben dieser Landingpage mit draufbringen, sodass Menschen auf die Seite kommen, das Angebot lesen können. Wenn sie sehen, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen da weitere Informationen dazu, können sie sich eintragen und dann startet der Autopilot, ja, so, das ist eine Möglichkeit, ja, du kannst aber auch hergehen, du kannst Artikel schreiben, kannst zum Beispiel in verschiedenen Redaktionen anfragen, ob du einen Artikel ja bereitstellen darfst, das ist auch immer mal wieder gern gesehen, weil einfach neue Artikel zu einem spannenden Thema dementsprechend da sind. Auch hier ist dann halt einfach wichtig, dass du am Ende des Artikels, wichtig, der Artikel muss halt immer einen guten Mehrwert haben, der muss halt deine Zielgruppe da abholen, wo sie ist, ja, und ihnen eine Lösung für ihre Probleme liefern und dann kannst du im Prinzip im Anschluss auf weiterführende Informationen verweisen, ja, dass du einfach sagst, Mensch, weitere Informationen habe ich für Sie in einem PDF-Dokument zusammengefasst. Wenn Sie auf www.xyz.de gehen, dann können Sie sich das gratis hier runterladen und das kannst du dann ans Ende deines Artikels mit einfügen. Ja, oder du kannst halt auf deine Webseite verlinken, darüber dann die Leads generieren. Ja, du kannst auch bei Redakteuren anfragen und ein kostenloses Interview einfach anbieten. Ja, ist für beide Seiten in der Regel eine Win-Win-Situation. Die Redakteure haben dann gleich neuen Content für ihre Ausgaben, haben dann dementsprechend
natürlich müssen Sie nicht erst sich irgendwas ausdenken, sondern Sie können mit einem Fachmann über dieses Thema sprechen. Das bietet Mehrwert für die Leser. Und du hast halt eben den Vorteil, dass du auch am Ende wieder auf weiterführende Informationen verweisen kannst. Und so ist das eine runde Sache, Win-Win-Situation. So, du kannst aber auch, ja, wenn du eh viel unterwegs bist als Networker, du kannst ja auch einfach so eine, ich nenne es halt Marketing-Visitenkarte machen, ja. Ich habe mir die einfach machen lassen, guck, dass die ein bisschen auffälliger sind, so dass man die sieht. Und die haben einfach den Hintergrund, wenn ich in einem Gespräch bin, ja, dann kann ich einfach diese Karte übergeben. Da sind zwar meine Kontaktdaten drauf, man kann mich anrufen. Es ist aber auch im Prinzip eine knackige Headline drauf, so dass es meine Zielgruppe halt anspricht. Hinten auch nochmal eine Headline drauf. Dann sind ein paar Nutzenargumente drauf, die einfach denjenigen, der die Karte hat, neugierig machen sollen. Und dann kann man eben entweder über diesen Barcode oder halt einfach über die Domain kommt man auf eine Landingpage und kann dort dann eben die gewünschten Informationen anfordern. Ja, so kann man im persönlichen Gespräch machen, ja, einfach die Karte dann übergeben und dann hinterher die Telefonnummern dann halt eben auch tauschen. Und dann kann ich, wenn ich will, nachfassen oder wenn die Person sich eingetragen hat, einfach ja meinen Autopiloten die Arbeit machen lassen. Ich kann aber auch hergehen, einfach auf dem Smartphone der Person, die oder aus meinem Smartphone die Landingpage aufrufen, die Person ihre E-Mail-Adresse eintippen lassen und dann kriegt sie eine Mail, muss sie bestätigen, dass das auch alles rechtlich vernünftig läuft. Und dann startet wieder der Autopilot. Ja, also mein Ziel ist eigentlich immer, gucken auf den Autopilot, so dass alles, was 1:1 ist, dazu dient, entweder der Lead-Generierung oder dann halt dem Abschluss. Ja, wenn ich dann mit jemandem telefoniere, der sich die Infos angeguckt hat, dann ist natürlich selbstverständlich der Abschluss das Ziel. Ja, so, aber wem das jetzt zum Beispiel zu offensiv ist, dass er zum Beispiel sagt, okay, ich mache jetzt Direktkontakt, spreche Menschen an, die mir positiv auffallen, der kann auch, wenn er zum Beispiel jetzt noch Zeit hat zwischen zwei Terminen, ja, einfach hergehen und wenn er gerade einen Kaffee trinken ist zum Beispiel, dann einfach die Visitenkarte mal liegen lassen. Ja, oder wenn du zum Mittagessen bist oder zum Abendessen bist, was spricht dagegen, einfach die Visitenkarte auf dem Tisch liegen zu lassen? Natürlich wirst du darüber keine große Organisation aufbauen, weil viel zu viel dem Zufall überlassen ist. Aber mir geht's einfach immer darum, du musst gucken, dass du für dich eine Marketingmaschine wirst, dass du überall, wo du bist, einfach schauen kannst, was wäre jetzt eine Möglichkeit, um zum Ziel zu gelangen. Und letzten Endes ist es mir dann aber auch egal, weißt du, Visitenkarten kosten kein Geld. Ja, das ist echt super günstig zu schießen, die Dinger. Und auch wenn du eine gute Qualität nimmst, sind die echt schon günstig und das sind einfach dann quasi für mich alle auch Streuartikel, ja. Und dann kannst du, klar, du kannst es nicht hinlegen, du kannst es aber auch hinlegen, wenn du eh da bist. Es kostet keine Zeit, kostet kaum Geld und selbst wenn du mal nur aus Glück einen Partner findest, der ein großes Team bei dir in der Organisation aufbaut, dann hat es sich doch gelohnt, diese Visitenkarte einfach liegen zu lassen. Ja, also das sind zum Beispiel Möglichkeiten. Oder wenn du, das Gleiche gilt auch für Flyer. Ja, natürlich aus meiner Sicht wirst du mit Flyer keine große Organisation aufbauen. Aber auch hier ist doch einfach so, wenn du jetzt zwischen zwei Terminen vielleicht noch 5 Minuten Zeit hast, trinkst eine Tasse Kaffee irgendwo zum Beispiel. Ja, oder anstatt eine Tasse Kaffee irgendwo zu trinken, kannst du ja auch hergehen und einfach sagen, oder im Auto zu warten, kannst du einfach hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt noch 10 Minuten Zeit, ich bin zu früh dran, deinen Termin hast du vorbereitet, da gibt es nichts mehr zu tun, dann geh in den Kofferraum, hol dir eine Handvoll Flyer raus und verteil die, ja. Da spricht doch nichts dagegen. Auch der Flyer, genauso aufgebaut wie die Visitenkarte, knackige Headline, dass es deine Zielgruppe auch anspricht, Nutzenargument drauf und dann Link, Barcode zur Landingpage. Ne? Also das sind Möglichkeiten, wie du im Alltag dich immer mehr dazu entwickeln kannst, ja, zu einer Werbemaschine einfach zu werden, ohne dass du aufdringlich den Menschen gegenüber bist. Ja, letzten Endes geht es darum, wenn du kannst entweder Marketing machen oder du kannst es lassen. Ja, ich würde dir empfehlen, steckt ja im Wort schon drin, Network Marketing, immer und überall einfach dann auch Marketing zu machen auf eine clevere Art und Weise. Gilt auch für schwarze Bretter und so weiter, ne? Also, das ist jetzt mal so ein paar Beispiele aus dem klassischen Bereich. Im Online-Bereich sind es natürlich auch die Klassiker wie Pay-per-Click-Anzeigen, dass du eine Werbeanzeige schaltest, auf die du dann auf deine Landingpage verlinkst. Du musst halt aufpassen, Facebook, Google AdWords, Bing, alles unterschiedliche Richtlinien, ja.
dass du da deine Webseiten halt eben konform gestaltest und dass du deine Anzeigentexte konform gestaltest, ja. Du kannst einen YouTube-Kanal machen, ja, kannst dort regelmäßig Videos mit Mehrwert veröffentlichen, dann in der Textbeschreibung den Link zu deiner Landingpage machen, ja. Auch hier drüber kannst du Leads generieren. Was ich auch sehr stark mache, ist einen eigenen Blog pflegen, ja, dass du einfach, ja, einen eigenen Blog schreibst, deine Inhalte, das heißt Text, Audio, Video, dort veröffentlichst oder auch Bilder, Grafiken, wie auch immer. Der Vorteil ist einfach bei einem eigenen Blog, wenn du das Ganze noch suchmaschinenoptimiert machst, dann wirst du auch langfristig in den Suchmaschinen gefunden werden können. Ja, ist nicht gesagt, dass da jeder Blogartikel gut gerankt wird und gut läuft, aber auch hier liegt es in der Kontinuität. Das Glück ist immer mit den Tüchtigen, ja. Und von 10 Artikeln, wenn dann halt einer, zwei dann richtig gut ranken, die anderen nicht so, dann ist doch das super, ja, wenn du Keywords richtig ausgewählt hast und ein gutes Suchvolumen hast und dort regelmäßig Besucher dann ja über deinen Blog generierst und dann ohne Besucher gibt es auch keine Leads. Also wenn du Besucher hast, dann kannst du auch dort über deinen Blog dann Leads dementsprechend generieren. Also kann ich auch nur empfehlen, ist aber etwas, was man schon ein bisschen langfristig sehen sollte, ja. Auch wenn es schnell gehen kann, sollte man es trotzdem langfristig sehen. Gastartikel, ja, du kannst zum Beispiel Artikel, du kannst zum Beispiel andere Blogbetreiber anfragen, die thematisch zu deinem Thema passen, wo du aber vielleicht nicht in direkter Konkurrenz stehst, ja, und einfach anfragen, ob du einen Gastartikel veröffentlichen kannst. Auch hier würde ich halt nur Gastartikel veröffentlichen, wo ich am Ende auch den Link zu meiner Landingpage einbinden kann, damit ich dann auch über den Gastartikel dementsprechend Leads generieren kann. Und ich kann mir dann sozusagen die Zielgruppe des Bloginhabers quasi zunutze machen und auch darüber Leads generieren. Und der Bloginhaber, der ist ebenfalls, hat ebenfalls den Vorteil, dass er sich nicht um neuen Content dann in dem Fall kümmern muss und qualitativ hochwertigen neuen Content seiner Community bereitstellen kann, was auch wieder zur Bindung führt, ne? Also das sind halt alles so Möglichkeiten. Du kannst aber auch Facebook Live machen, ja, oder du kannst zum Beispiel, was du auch machen kannst, wenn du mit Facebook Live arbeitest, dann hergehen und vielleicht ein kleines Video machen, ja, auf deinem Profil veröffentlichen und einfach ein Facebook Live zu einem gewissen Thema ankündigen und dann zum Beispiel hergehen und sagen, Mensch, wenn dich das Thema interessiert, wir haben noch kein genaues Datum, trag dich doch unterhalb des Videos über den Link in die Warteliste ein. Wir schicken dir dann den genauen Termin zu, sobald er feststeht. Ja, und so kannst du dann dementsprechend Leads generieren und hast dann auf deinem Facebook Live Video auch Leute, die das Thema dann tatsächlich auch interessiert. Ja, also wie gesagt, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt und du siehst, alles, was du dazu brauchst, ist einfach nur, klar, du musst dir natürlich schon die Kenntnisse irgendwo aneignen. Wie machst du jetzt dann eine Facebook-Werbeanzeige und so weiter? Und es ist auch nichts, wo du jetzt vielleicht eine Anzeige erstellst und gleich den überragenden Erfolg hast, ja. Jeder ist lernender und jeder, der heute anfängt mit irgendwas, der kennt sich halt in dem Thema noch nicht so aus, ja. Und das wird dann bei dir auch nicht anders sein. Und deswegen ist es trotzdem aber wichtig, einfach den Weg dann zu gehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, du siehst, die Wege, Leads zu generieren, die sind total vielfältig, ja, und da wer kreativ ist, kann dort auch sicherlich noch viele, viele weitere Wege finden. Im Blogartikel habe ich dir 26 davon einfach mal zur Verfügung gestellt, bin auch auf diese ein bisschen eingegangen und genau, und ansonsten brauchst du im Prinzip halt die zwei Komponenten, Landingpage und einen Autoresponder, das erstellst du einmal. Klar, optimierst du immer an der Sache weiter, dass du immer bessere Ergebnisse erzielst, aber letzten Endes ist es das, worauf es ankommt. Okay, in diesem Sinne, wenn es dich mehr interessiert, wenn dich die 26 Tipps interessieren, plus noch ein paar weitere Anregungen zu dem Thema, findest du unterhalb des Videos dann den Link. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du den Kanal abonnierst und wir hier über dieses Medium weiter in Kontakt bleiben. Ja, in diesem Sinne, alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Und wir hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.